kiloweise Kokain, Mafia-Mitglieder und... Wurden mehr als 25 Geschäfte und Wohnungen. Einheitssturm in das Haus. Das ist der gefährlichste Moment des Einsatzes. Drei mit drei Berliner Clan-Mitgliedern geliefert. Auch sie trugen Verletzungen davon. Ein hoher Berliner Ermittler packt aus. Bundesweit laufe viel falsch in Anklagebehörden, besonders aber in der deutschen Hauptstadt Berlin. Dort könnten sich 55% der Verbrecher darauf verlassen, nicht belangt zu werden. Beweise und Spuren werden über Monate nicht ausgewertet. Dringend verdächtige Vergewaltiger oder Großdealer kommen aus der U-Haft, weil ihr Prozess nicht fristgemäß beginnt. Und Richter sprechen Urteile auch im Namen der Eile, weil Ermittler hoffnungslos überlastet seien und Kapazitäten fehlten, schreibt der Berliner Oberstaatsanwalt Ralf Knispel in seinem Buch Rechtsstaat am Ende, das am 1. März herauskommt. Ralf Knispel, der neben Statistiken auf eigenes Erleben und Erfahrungen von Kollegen zurückgreift, sieht ein Versagen des Staates. Der Staat erfülle längst nicht mehr seine Aufgabe, die innere Sicherheit zu wahren. Ich würde sogar so weit gehen zu sagen, dass unser Rechtsstaat in Teilen nicht mehr funktionsfähig ist. Dennoch kämpften viele mit großem Einsatz gegen die Schieflage und die katastrophalen Zustände in der deutschen Justiz, so Knispel. Deutsche Staatsanwaltschaften schlossen laut seinem Buch 2019 fast 5 Millionen Verfahren ab, doch fast 57% davon endeten nicht mit einer Anklage, sondern Einstellung, obwohl bei 28% der eingestellten Ermittlungen Verdächtige bekannt waren. In Berlin könnten sich 55% der Verbrecher darauf verlassen, nicht belangt zu werden, schreibt Knispel sarkastisch. Die Hauptstadt habe bundesweit den Spitzenplatz bei der Anzahl der registrierten Straftaten pro 100.000 Einwohner, aber zugleich auch die niedrigste Aufklärungsquote mit knapp 44%. Polizei und Justiz seien über Jahrzehnte kaputtgespart worden, resümiert der frühere Berliner Oberstaatsanwalt. Das verschaffe Tätern Vorsprung. Bemühungen, das nun zu ändern, reichten nicht. Überall seien Ermittlungsverfahren komplizierter geworden. Seit 2010 habe deren Dauer um 20% zugenommen, mit dem Ergebnis, dass Prozesse verschleppt werden oder wegen Überlänge Strafrabatte fällig werden. Oberlandesgerichte haben demnach 2019 wegen zu langer U-Haft 69 Verdächtige, die teils schwerster Verbrechen verdächtigt wurden, wieder auf freien Fuß gesetzt. In den Jahren davor sei die Größenordnung bundesweit ähnlich gewesen. Viele Fälle würden nur oberflächlich bearbeitet, weil die Zeit fehle. Als dünn gelte eine Akte mit weniger als 600 Seiten, die mittlere Kategorie umfasse schon 5000 Seiten, und alles darüber sei schon als dicke Akte anzusehen. Gerechtigkeit nach Stoppuhr könne nicht funktionieren, kritisiert Knispel. Weiter berichtet er von einem psychisch Kranken, der in Berlin einen Mann tötete. Es habe sich herausgestellt, dass der Täter zuvor wiederholt mit Gewalttaten aufgefallen war, doch einige dieser Verfahren seien eingestellt worden. Er wolle den Gedanken nicht vertiefen, ob die Tötung zu verhindern gewesen wäre. Nicht nur in der Justiz gebe es katastrophale Zustände und eine schleichende Erosion. So gehöre es zum Polizeialltag, dass Ermittler mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu Einsatzorten fahren und mit veralteter Technik gegen international agierende und technisch hochgerüstete Kriminelle vorgehen sollen. Serien wie Der Tatort, Sonntagabends im Fernsehen transportiere letztlich nur die Illusion einer funktionierenden Staatsmacht, so sein vernichtendes Urteil. Denn der Alltag sei ein anderer. Ihm zufolge dauere in Berlin die Auswertung einer DNA-Spur 8 bis 10 Wochen, die Analyse von Fingerabdrücken durchschnittlich 34 Wochen, die kriminaltechnische Untersuchung von Waffen ebenfalls 34 und die Analyse von Urkunden und Handschriften durchschnittlich sogar 46 Wochen, also fast ein Jahr. Auch der Respekt vor den Vertretern der Staatsmacht sei im Sinkflug, mahnt Knispel, der selbst schon im Gerichtssaal angepöbelt wurde. Wenn dazu Resignation, Frust und Vertrauensverlust im Kern des Systems kommen, ergebe das eine explosive Lage. Der Kontrollverlust des Staates müsse beseitigt, das Vertrauen der Bürger zurückgewonnen werden. Für mich ist die Rettung unseres Rechtsstaats eine Herzensangelegenheit. Es sind große Worte, mit denen Knispel Alarm schlägt und Änderungen anmahnt. Diese dürften nicht von der Kassenlage der Bundesländer abhängen. Der vom Bund besiegelte Pakt für den Rechtsstaat mit 220 Millionen Euro sei ein erster Schritt in die richtige Richtung. Auch die jahrelang verdrängten Probleme der Clankriminalität seien erkannt, bescheinigt Knispel Bundes- und Landesbehörden. In Berlin werden nun selbst kleine Verstöße verfolgt, dazu gebe es Gewerbe- und Finanzkontrollen, eine Strategie der 1000 Nadelstiche. Dennoch sei es 5 nach 12.
Die Gegenseite habe einen riesigen Vorsprung und demonstriere die Missachtung des Rechts, so der Ermittler. In Essen, Berlin und Duisburg kontrollierten Verbrecherbanden ganze Stadtviertel. Drogenhandel, Schutzgelderpressung, Sozialbetrug und Mord. In Berlin sollen Clanmitglieder für ein Viertel aller Fälle der organisierten Kriminalität verantwortlich sein. In Bremen habe 2019 die Abschiebung eines Clanmitglieds mit großem Personalaufwand 65.000 Euro gekostet, rechnet der Autor vor. Der Mann sei ein zweites Mal eingereist und wieder abgeschoben worden. Er habe den Rechtsstaat vorgeführt. Aussteigern mit staatlichen Mitteln zu helfen oder gar Kinder aus solchen Familien in staatliche Obhut zu nehmen, seien zwar erstrebenswerte Ziele, findet Knispel. Nur die Gesetze dafür gebe es nicht. Die Berliner Justizverwaltung will sich bislang nicht zu dem Buch des Berliner Oberstaatsanwaltes äußern. Man kenne den Text nicht, hieß es dort. Wir hoffen, das Video hat euch gefallen. Abonniert und aktiviert die Glocke, um in Zukunft nichts mehr zu verpassen, und über einen Like freuen wir uns immer. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal, in der Unterwelt.